Tja, moin Leute, XBK Nuke, aka das Beast ist mal wieder back in business und herzlich willkommen zu Top 5 Call of Duty Clips, Episode Nummer 3. Und wir fangen natürlich gleich mit Top 5 an. Platz Nummer 5 geht an den Real-Life-Kollegen, grüßlich Alex. Er reißt ja einen Double Wallbang, mein Freund, in so unterstören, Last Kill. Er hat hier den Film noch ein bisschen abgefüllt, ja, hier sieht er den Kill und ja, Respekt, kommen wir zu Platz Nummer 4. Das ist ein kleiner Mini-Clip. Ich weiß es nicht ganz genau, was er mir da eingeschickt hat. Aber ich lasse euch mal schnell alleine mit dem kleinen Clip. Am Ende seht ihr dann noch einen 6 oder 7 Mann viel, also Respekt. Nummer 3 ist ein Clip von XBK Bunch, cool an dich. Ihr habt ihn ja wahrscheinlich schon auf dem Clan-Channel gesehen. Er reißt ja einen, ich weiß es nicht ganz genau, 7 oder 8 Mann-Feed. Keine Ahnung, auf jeden Fall seht ihr da oben. Ah, 5 Leute in dem Haus. Dann dachte ich mir, ja, er holt die alle. Holt er natürlich auch alle. Und jetzt hat er noch 41 Kills und jetzt schaut, was passiert. Ja, auf jeden Fall Respekt, mein Freund. Wir kommen zu Platz Nummer 2. Ist ein Clip von Sunrise Phoenix oder auf jeden Fall vom Sunrise Member. Er reißt ja einen 6-Mann-Feed mit der Ballista. Hier erstmal schön geneift. Aber der gehört nicht dazu. Der gehört auch nicht dazu. Und jetzt geht's los. 1. Dann hier ein Collateral. Dann hier noch der dritte. Ne, der vierte, der fünfte und dann hier der sechste. Und dann dachte sich, hä, wo sind die Gegner? Und dann stirbt er natürlich. Kommen wir zu Platz Nummer 1. Ist ein Clip vom XBK Soaps. Grüße auch an dich. Er reißt einen 8-Mann-Feed, meine Freunde. Einen 8-Mann-Feed mit der Scar Age. Mit der Goldtarnung natürlich. Auf Nuketown. Der Modus war Herrschaft. Hier wurde er unterbrochen, aber jetzt. Jetzt geht's los. Hier 3 Leute, dann hier den vierten, dann dachte ich mir auch, den hole ich auch noch, fünften, sechsten, okay, es waren 6 Mann, 4, ja. Wir warten noch, kommen die nicht vergessen, ich bin raus, tschö, mit Ö.